Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft beim Gravel Pit. Hallo Creeper, wie geht es dir heute? Na, hast du schon ein Frühstück? Oh, hallo Gameplay. Na, willst du nicht? Ja, komm mal her. Hey, na, was geht, Junge? Ja, hast du gerade... Wie? Ey. Er geht einfach weg. Warum? Warum gehst du weg? Ey, der mag uns nicht. So ein verdammter... So, es ist Nacht, Leute. Ich musste eben schon mal was essen, weil, ja, es war gar nichts mehr da. Ich bin schon mal reingegangen vorher und auf einmal merke ich, oh, Moment mal, ich verliere Leben. Das ist nicht ganz so gut. Und dann habe ich doch direkt mal eine Pille eingeworfen, was das Ganze verbessert. Nun gut, ich habe aber etwas vergessen, Leute. Und zwar habe ich die Liste vergessen mit den Themen, die ich ansprechen wollte. Da ist wieder einiges zusammengekommen. Hier haben wir aber die Liste, Leute. Und ja, wir werden wieder ein paar Themen in diesem Part ansprechen. Wir werden noch ein bisschen Steinfarm gehen, damit wir dann etwas bauen können, etwas machen können, etwas, was ich gern bauen möchte, machen können. Und zwar etwas Geheimes. Ja, das werdet ihr dann noch sehen. Es wird... Ach so, Moment mal, das ist ja ziemlich dumm, wenn ich das so mache, wie ich das haben wollte. Stimmt das? Ja, das ist unter gewissen Umständen schon dumm. In gewisser Hinsicht, aber auch wieder nicht. Ja, so dumm ist das gar nicht. Wir werden da erst nochmal den Rahmen für abchecken. Nun gut, ja, ihr habt mir geschrieben, der Ofen geht nicht wegen dem Flymod. Das ist sehr interessant. Ich werde den Flymod aber nicht raustun, weil, ja, der ist eigentlich doch recht schön. Da muss ich halt immer aufpassen mit dem Ofen, wenn ich was Größeres brennen will, dann, ja, muss ich halt immer daneben stehen oder so ähnlich. Aber das kriegen wir hin. So, jetzt gehen wir mal hier in unsere schöne Hütte. Oh, das habe ich ja richtig schön ausgebaut, wusste ich gar nicht mehr. Dass ich... Ach stimmt, hier hatte ich einen langen Gang gebaut, ne? Ja, hatte ich gebaut. Jetzt baue ich hier einfach mal noch ein bisschen was rein. Ja, weil ich brauche ja nur Stein. Ich möchte eigentlich nur ein bisschen Stein farmen. Dabei können wir schon mal ein paar Themen ansprechen. Und wenn wir die Spitzhacken leer gehackt haben, die ich jetzt noch dabei habe, das sind noch genau eins. Was? Moment mal. Nein. Das ist so nicht richtig. Hä? Ich hatte welche gemacht, Leute. Ich hatte, bevor ich jetzt Aufnahme angemacht habe, noch welche gemacht. Wo sind die hin? Habe ich die nicht in die Kiste getan? Hast du mal die Größe gesehen? Wo sind die denn? Das verstehe... Hallo? Verstehe ich jetzt nicht. In welche Kiste hatte ich die denn getan? Hier vorne, oder? Hallo? Kiste? Keine mehr da. Okay. Eigentlich wollte ich nämlich noch... Ach so. Ja, ist schon kacke, wenn man Äxte macht anstatt Spitzhacken, ne? Scheiße. Egal, der Fail. Ja, ich habe eine gute Nachricht erstmal für euch, Leute. Und zwar, der TT hat die Führerscheinprüfung geschafft. Jo! Der Gravel Pit hat es geschafft. Heute habe ich es geschafft. Am 5.10., wo ich es aufgenommen habe. Jetzt hier habe ich es geschafft. Oh, ich kann endlich alleine fahren mit dem Auto. Jetzt bin ich endlich Führer einer Kiste, eines Fahrzeuges. Fahrzeugführer. War nicht ganz unknapp, ja. Wenn man das so nennen kann, der Führerschein, das Dingen. Also die Prüfung. Ich war voll nervös, Leute. So nervös war ich noch nie in meinem Leben, so ungefähr. Und ja, da ist dann halt schon mal ein oder andere Fail passiert. Genau wie hier, dass ich keine Fackeln dabei habe. Aber ich habe da die Brightness noch hochgestellt, oder? Wie waren das? Options, Video Settings. Ja, egal, ich gehe Fackeln holen. Also nochmal hier hoch. Ja, hab ein paar Sachen falsch gemacht, ja, einmal so zu schnell gefahren, ne, so in der 30er-Zone, so 35, so, ne, aber, ja, im Großen und Ganzen war das alles in Ordnung und deswegen habe ich letztendlich auch den wunderschönen Führerschein bekommen, wo ich echt froh drüber bin, weil so ein Führerschein, das ist wirklich schon, ja, man ist nicht mehr so abhängig, wie man vorher war, man kann mal sagen, jo, ich fahr mal schnell dort und dorthin. Das ist sonst ja nicht so einfach möglich. Aber mit dem Führerschein geht das alles wunderbar, Leute. Das ist wirklich geil, also. Ja, da kann man wirklich nichts anderes sagen, finde ich. Das ist schon richtig epic. So, ja. Das so mal als gute Nachricht von meiner Seite. Hier kommen aber kein GLP rein. Die Endermans da oben machen eh wahrscheinlich wieder alles kaputt.
So, ich sollte die Fackeln aber mal hier hin und das mal dahin. Hat auch einer gefragt, warum ich nicht so viele Fackeln benutze. Mein Gott, man muss ja nicht ganz so verschwenderisch sein, ne? Ist ja, finde ich so. Man muss ja nicht alles verschwenden. Ja, also lass mal das. So, ich habe mir ein paar Themen aufgeschrieben. Da sind wirklich sehr interessante Themen, warte mal, auch dabei. Die Frage ist nur, mit was fangen wir an? Also ich habe hier als großes Thema 2012 stehen. Das möchte ich aber nicht jetzt anreißen, weil ich jetzt gar nicht so lange aufnehmen wollte. Das würde ich gerne, also ich wollte eine halbe Stunde aufnehmen, das ist geplant. Das würde ich gerne in anderen Parts anreißen oder besprechen oder darüber reden, weil das doch schon etwas länger dauert. Dann haben wir Mobbing. Mobbing, ja, kann man drüber sprechen, ist im Grunde auch so eine Hater-Sache wieder. Können wir mal über Schulmobbing sprechen, ja, das können wir durchaus machen, das kann ich auch gerne machen. Aber würde ich jetzt auch nicht unbedingt heute ansetzen, wenn ich ehrlich bin. Sondern auch einer der nächsten Aufnahmesessions. Was ich aber für heute ganz interessant finde, wo man zwar auch... Boah, warte mal. Entschuldigung, ich habe Husten. Was ich aber mal ganz interessant finde jetzt für heute, was natürlich auch ein ellenlanges Thema ist, was aber auch recht schnell geht, ist die Religion. Ja, es wurde vorgeschlagen, über Religion zu sprechen. Und Religion ist natürlich eine Sache, Leute. Ja, da kann man viel geteilt sehen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich persönlich bin evangelisch. Bin also Christ, mehr oder weniger, hab mich konfirmieren lassen, bin also früher nicht getauft worden, weil meine Eltern gesagt haben, wir wollen es dir freistellen, ob du getauft wirst oder nicht, also welche Religion du annehmen wirst, wirst, ist ja immer so zwanghaft, man muss ja keine Religion annehmen. Also sie haben gesagt, wir möchten dir das freistellen, ich habe mich dann dazu entschieden, zum Konfirmandenunterricht zu gehen. Auch aus dem Grund, weil ich mehr über Religion erfahren wollte. Es ist so, dass ich Religion sehr interessant finde. Ich finde auch die Geschichte der Religion wirklich unglaublich interessant. Ja, ich musste dann leider feststellen, dass der Konfi-Unterricht, der Konfirmationsunterricht, mehr irgendwie so eine Kindergartenveranstaltung war, wo man dann mal Gebetswürfel gebastelt hat und mal gedacht hat, wir bauen mal ein Schaubild oder wir machen eine Fotostory. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, was hat das schon mit wirklicher Religion zu tun? Naja, nun gut, man wollte es für die Schüler dort, für die Konfirmanden möglichst interessant gestalten. Ich fand's todlangweilig. Und was dazugelernt habe ich nicht wirklich. Ja, war irgendwo ein Fail. Mittlerweile ist es so, es hat sich stark geändert, meine Ansicht zur Religion, dass ich mich eigentlich nicht nochmal konfirmieren lassen würde, weil ich einfach überhaupt nicht zur Kirche stehe. Das ist jetzt eine absolute Glaubensfrage. Da kann jeder glauben, was er will. Das ist wichtig, dass ihr das wisst, ne? Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ja, ich finde alle behindert, die das nicht so glauben wie ich. Das ist vollkommener Quatsch. Ich lasse jedem den glauben, den er hat in der Beziehung und das ist auch gut so. Ich persönlich kann für meinen Teil aber sagen, dass ich nicht überzeugt bin von Gott. Es ist, ja, ich weiß nicht, ich kann mir einfach nicht vorstellen, also fangen wir doch mal am Anfang an. Die ganze Schöpfungsgeschichte aus der Bibel mit Adam und Eva ist schon total daneben, meiner Meinung nach. Ja, Gott, die Welt soll durch Gottes Wort entstanden sein. Es war halt ein Weltbild, man hat gesagt, die Welt entsteht durch Gottes Wort, ja, die Welt. Da hat man, war man noch in dem Glauben, dass die Welt mehr oder weniger das Einzige ist, wobei man da wahrscheinlich astronomische Erkenntnisse zu dem Zeitpunkt völlig ignoriert hat. Und ja, somit ist das ja schon mal fehl, weil die Erde ist da, aber es gibt, ja, ne Menge Planeten im Universum, die man auch schon entdeckt hat. Und insofern bin ich da schon mal nicht von überzeugt, dass Gott die Erde geschaffen hat. Zudem gibt es auch auf anderen Planeten mit Sicherheit Mikroorganismen, die dort leben. Und ihr wisst genauso gut wie ich, wenn Wasser vorhanden ist, kann Leben entstehen. Sprich, Mikroorganismen können im Wasser entstehen. Und aus diesen Mikroorganismen können wiederum irgendwann dann mal Landlebetiere entstehen und vielleicht auch irgendwann Menschen. Es ist eine rein wahrscheinlich zufällige Mutationssache der Gene und der Evolution in sich. Ja, das kann man wirklich sagen, da kann alles so entstehen. Das heißt, was diese Entstehungsgeschichte angeht, der Menschen bin ich schon mal auf einem vollkommen mehr oder weniger wissenschaftlichen Zweig. Da kann ich absolut nicht an Gott glauben, dass er das war. Ich kann auch so nicht an Gott glauben. Ich weiß nicht, ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Ich halte es nicht für realistisch, dass es da oben irgendwo einen gibt. Oder man sagt ja immer da oben. Oder die Christen sagen ja, Gott ist überall, auch in deinem Herzen. Auch gerade jetzt. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Es ist zwar, ja, so,
dass dann einige Leute sagen ja halt, da würde ich auch sagen, ja, aber wenn Gott dafür da ist, um zu helfen, oder wenn Gott helfen soll, ja, wenn Gott so gütig ist, warum bringt er dann zum Beispiel Kinder um? Also, er bringt ja nicht um, aber warum müssen dann Kinder sterben oder sowas? Oder warum muss das eigene Kind sterben, wenn zum Beispiel das eigene Kind in der Familie an irgendeiner Krankheit stirbt? Dann verstehe ich